So, dann werde ich mich mal da oben umschauen als nächstes. Als nächstes in da oben umschauen. Hier eine Etage nach oben. Eine Gebietsperle fehlt mir noch. Ach, da oben steht noch einer. Ist echt gerade ins Nirvana geprügelt. Ach, scheiße. Die stehen ja beide richtig scheiße hier, ey. Drei Punkte habe ich im Geistemblem bekommen. Ich habe ganz schön viel verschwendet gerade. Ha! Stimmt, hier war dieser eine Typ, ne? Genau, hier war der eine Typ. Jetzt müsste ich hier eigentlich alles erledigt haben. Schauen wir mal, wir reisen mal. Ja. Oberster Stock. Dojo, da bin ich gerade. Ashinabuk selber war ich noch nicht. Aber da gehen wir jetzt runter, würde ich sagen. Und dann habe ich hier wieder alles freigeschaltet. Aber mir fehlt noch ein Bosskampf, den kann ich noch machen. Weiß schon, welchen ich da mir aussuche. Geht's ja auch nicht nach oben, ne?
Haben wir es hier alles? Da unten liegt noch Scheiß. Haha, kommt man da doch noch. Oh fuck. Kann man da doch noch. Doch nicht mehr hören. Wo ging's denn nochmal zur Ashina-Burg, also zum Burgeingang? Ja, eigentlich ist es ganz logisch, ich muss hier nur den Dingern folgen. Ich fühle mich dann schon dahin. Kein Ankerpunkt hier.
Das Dach muss ich. Das ist nicht ganz fair, Boys. Ich arbeite nicht mal hoch. Scheiße. Moment, da ist es doch. Seid ein Shinobi, oder? Ihr, bitte. Und sie stehen kommen. Das werde ich. Habt meinen Dank. Klettert die Lehmmauer hoch, um aufs Dach zu gelangen. Dort müsste ein Shinobi-Drachen sein. Vergesst mich. Helft unseren Männern im Burgbereich. Bitte für Ashina. Ich hab gedacht, den habe ich schon gemacht. Den Typen. Im Burgbereich ist ein. Aber man kann doch gar nicht von der Seite kommen, oder? Shinobi. Warte mal nochmal mit dir. Ihr seid ein Shinobi. Unterstützt die Männer im Bodenbereich. Sie stehen kurz. Habt meinen Dank. Klettert die Lehmmauer hoch, um aufs Dach zu gelangen. Dort müsste ein Shinobi-Drachen sein. Vergesst mich. Helft unseren Männern im Bunker. Au! Ja, da oben. Hey.
Aha, hier ist er. Aha! Ach, cool! Ach, cool! Ach, jetzt bin ich hier. Da ist die Stadt, die ich glaube ich schon aktiviert habe. Ach, das meinten die. Ja, da hinten bin ich ja schon gewesen. Das haben wir ja schon gemacht. Habe ich die hier schon aktiviert oder habe ich die noch nicht aktiviert? Sieht nicht so aus. Das ist der alte Graben, ne? Das alte Grab meine ich. Nicht der alte Graben. Aha, das wäre der eigentliche Pfad gewesen. Ja, die müsste ich schon haben, oder? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, raste ich. Werde mir das letzte Ding noch holen und dann werde ich den Endboss mal noch ein bisschen versuchen. Reisen. Genau, hier habe ich jetzt alles freigeschaltet. Hier ist nichts mehr. Sample Tempest auch nichts mehr. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Hier könnte noch was sein. In der Kanonenfestung, aber ich glaube nicht. Tiefen von Ashina bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich, da habe ich auch alles erledigt. Palast der Urquell. Da möchte ich gerne nochmal. Wo will er? Palastgebäude, Futterstelle. Heiligtum. Da gibt es nämlich noch einen Typen, den ich besiegt habe, so einen Shimen-Magier-Typen. Der bringt mir, glaube ich, die letzte Perle, die ich brauche. Obwohl ich bei dem immer noch nicht genau weiß, wie ich diesen Angriff in der Luft machen soll. Hell! 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 Wo seid ihr? Göttliches Gras. Endlich. Die Questreihe hat mit dem abgeschlossen. Das ist mir gerade noch so in den Kopf gestiegen, dass da kann ich ja noch hin. Aber wahrscheinlich könnte man sogar ihn befreien, bevor die Alte stirbt, oder? Was möchte ich dann nochmal den Typen hier versuchen? Wo war denn der? Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Ab hier. Ja. Anvisiert. Den muss ich noch machen, dann kriege ich die Perlen, die letzte. Frage ist nur, habe ich denn das Talent dafür jetzt mitgenommen? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Wir können auch damit ein bisschen romantieren. Kampfkünste, Fähigkeiten.
Bla bla bla, sterbliche Klinge, nee, da wollte ich nicht hin. Mikiri-Konter, Flugprothesenmodul, Luftabwehr, Todesschlag, darum geht es. Shinobi-Kampfkunst, die hoch in die Luft springen, Feinde stoppen soll, kann die Verwundbarkeit des Feindes in der Luft für einen Sprung zu ihm mit Todesschlag nutzen. Ideal für Shinobi, die Blätter in Luft gegen bei einem Feind hoch in der Luft, Luftabwehr, Todesschlag. Für deinen Todesschlag, okay, mal ausprobieren, wie das funktioniert. Habe ich da jetzt eigentlich gerastet? Nein, egal, selbst wenn nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. What the fuck, ey? Oh, hab ich gerade irgendwas anderes angegriffen von der Seite und hab Blitze geschossen. Wahrscheinlich einer der Hunde, die ich noch nicht getötet hatte. Ah, okay. Oh, er ist verstorben. Oh, da ist sie ja. Du hast so viel durchgemacht, Vater. Auch wenn wir dir keine Ewigkeit bieten können, werden meine Schwester und ich immer bei dir sein. Bitte, Vater, ruh dich jetzt aus. Oh je. Oh, der ist verstorben. Egal, wir müssen die Hunde nochmal umbringen. Was genau hat mich denn jetzt hier umgebracht? Stand hier noch ein Hund irgendwo? Irgendjemand hat mich mit Blitze beschossen und dann war es vorbei. So viel habe ich noch gesehen. Der da vielleicht? Das können die schon gewesen sein. Wie viel Grauen habe ich denn? Wie viel Zeug? Beruhigungsmittel haben wir immer nur 5 Stück. Das. Was zur Hölle war das denn? Warum bin ich jetzt gestorben? Ach so.
läuft so gar nicht gut, ey. Was schießt denn da auf mich? Das kann doch nicht sein. Da schießt irgendein Penner auf mich die ganze Zeit mit seinen blöden Blitzen. Entweder steht da noch ein Hund oder irgendwas stimmt da nicht. Die ganze Zeit auch die ganzen Scheiße noch im Inventar gehabt. Deswegen hat das hier überhaupt nicht funktioniert. Hier, das muss weg, der Rotz. Warum ist das im Inventar? Wir wissen es nicht. Was ist denn da, was mich auf mich schießt? Jedes Mal schießt irgendein Kack auf mich. Da muss noch unten ein Hund sein oder irgendwas, das die ganze Zeit auf mich schießt. Und irgendwie funktioniert das mit dem... mit dem Dingsbums nicht. Was sind die denn? Das ist ein Typ, der oben steht? Darf ich nicht. Da oben könnte es sein. Komme ich denn da hoch? Ja, der könnte es tatsächlich sein, dass der auf mich schießt. Nee, der macht keinen Blitz, keinen Blitzschaden. So ein Typ sein, der Blitzschaden macht. Ich gehe mal außen rum, ich muss irgendwo gucken, wo der Blitztyp ist, dann nehme ich einen anderen Spot, wo ich mich hin teleportiere. Oder ich gehe das Risiko ein. Irgendjemand hat halt auf mich geschossen, ich check nicht ganz, wer das war. Und irgendwie funktioniert dieser Sprungangriff halt einfach nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht, wenn er da wegfliegt, dass ich dann auf ihn drauf springe, aber es geht irgendwie nicht. Ach, der da ist es. Okay, das war unerwartet.
zu viel gedodged. So knapp. Lapis Lazuli. Man kriegt die Dingsbums nicht mehr. Fehlt eine Perle. Oh no. Leute, Jesus. Ich hab gedacht, bei dem kriege ich jetzt die letzte Dings, aber nein, kriege ich nicht. No. Naja, okay, dann muss ich wohl noch andere Gebiete. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo einen Gegner übersehen. Irgendwo einen Gegner übersehen. Ach, ich kann ja noch Hanbei töten. Der will ja noch, dass ich ihn umbringe. Schade, irgendwie das mit diesen, wenn er in der Luft ist, ihn dann irgendwie töten, nicht funktioniert. Keine Ahnung, wieso nicht. Wahrscheinlich, weil ich so doof bin. Gut, dann schauen wir mal, ob ich Hanbei jetzt noch umbringe.